Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 103 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, letztens haben wir hier, ich weiß schon gar nicht, wie er gehießen hat, Garmil oder so irgendwas. Keine Ahnung, Gemil, Garmil. Ja, den haben wir leider den Tod vorbeigebracht, weil uns ein Geist reingelegt hat. Da hinten von der Insel und da werde ich jetzt mal nochmal hin segeln in dem Fall. Und genau, da im Turm. Und gucken, ob ich irgendwie mit dem Biest noch einmal reden kann. Das hat mir nämlich nicht so ganz gefallen, wie es mich da so veräppelt hat. Und dann müssen wir zu Kira Metz zurückreisen und ihr sagen, dass wir hier alles geregelt haben. Ich habe gerade gesehen, das müsste eigentlich auf dem Weg liegen, weil hier ist auch so eine Schnellreisefunktion. Irgendwas ist direkt hinter uns her. Naja, ist auch cool wieder. Oh, da ist das andere Schiffchen von uns. Süß, süß. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir da mit dem Geist noch was regeln können. Seht ihr das Feuer da oben? Oder was das auch immer ist? Oben an das Licht da? Was ist denn das? So, komm, steigen wir aus. Wie kann ich aussteigen? So, sehr schön. Komm, spring darüber. Schön, Hexer. Jetzt gucken wir, dass man da reinkommt. Oh, was ist denn mit dir? Für euch habe ich jetzt keine Zeit. Ups, sorry, stimmt, du warst ja so ein Vieh. So, komm, stirb. Stirb, ich habe keine Zeit für euch. Ich will eigentlich nur ganz kurz die Quest regeln. Oder mal sehen, ob ich da irgendwie noch eine Zusatzoption, ob die sich mir noch irgendwie aufmacht. Oder ob ich jetzt wirklich die Quest komplett verhunzt habe mit meiner geilen Theorie. Ah, da ist das Feuer, das ich gesehen habe. Moment mal. Brennt's da oder was? Nee. Warum ist das so starkes Feuer? Oder war das schon immer so stark? Nö. Hä? Na ja, doch. Alles cool. Ja, ob der Geist sich hier rumtreibt, ob man den da irgendwie nochmal ja, zu Gesicht bekommt. Ah, hab ich überhaupt noch meine Lampe da? Ja, die habe ich noch. Magische Lampe. Wähle ich dann mal aus und falle dann gleich nirgendwo mir runter. Das ist so der Plan. So, dann wandere mal ganz gemütlich hoch zu unserem Geist. Und sagen mal Hallo. Und jetzt ist das ein Level, was weiß ich, 25 Geist und haut mich direkt aus dem Leben. Das wäre auch bitter. Hallo Ratten. Ich muss zum... Ich war aber auch so super naiv, ne? Ich habe so super gefehlt. Die letzten zwei, drei Entscheidungen von mir sind echt so super naiv, wo ich das auch nochmal im Video gesehen habe. Wahnsinn. Die steht da vor mir, der Hexer gibt all möglichen Anzeichen, verdreht die Augen und was weiß ich nicht alles. Ich habe das gar nicht richtig... Ich habe es zwar irgendwo gedeutet, aber habe die ganze Zeit gedacht, es gibt vielleicht doch noch eine gute Lösung so auf die Tour. Also wo alle glücklich werden. Das kann ich einfach bei diesem Spiel vergessen. Da muss man klare Entscheidungen treffen. Und wenn es jemand ist, ja, wenn es auch jemand ist, wo man vielleicht denkt, der hat irgendwo noch gute Absichten, der muss trotzdem weg und gekillt werden. Das ist so die Theorie. Ja, weil so habe ich es jetzt gemacht. Ein völlig unschuldiger, dieser Garmel oder wie auch immer hieß, der ist jetzt gestorben. Wegen meiner geilen Aktion. Hallo Geist, wo bist du? Ich würde ganz gern mit dir reden. War da gerade ein Geräusch? Naja, es interessiert hier keinen, ne? Ich habe hier auch keine Möglichkeiten mehr oder sonst irgendwas. Ich laufe trotzdem mal ganz nach oben. Vielleicht ist ja dort die Zusatzoption. Wenn nicht, renne ich runter. Dann natürlich ohne Lampe. Dann falle ich wieder in den Tod oder so. Das wäre nochmal zu geil. Ich will euch echt nicht langweilen, aber wie gesagt, ich wollte mir das nur ansehen. Ja, war klar. Hä? Kann ich, diesmal kann ich es öffnen hier oder was? Hä, da war... Ach nee, das ist da hinten. Okay, alles klar. Ja, nee. Gut, naja, da hat sich das alles nicht gelohnt. Also zu Kira, und dann bin ich mal gespannt, was wir der sagen müssen. Wir müssen der ja eigentlich sagen, dass wir es komplett verbockt haben, dass da irgendein Geist jetzt völlig amok läuft, weil wir ihn freigelassen haben, uns völlig verarschen lassen haben, so auf die Tour. Ja, bin ich mal gespannt, was Kira dazu sagt. Ob die, sie hat uns ja schließlich für was anderes beauftragt. Aber angeblich laut Questtext haben wir den Fluch gebrochen. Vielleicht wurde er auch so gebrochen, das kann auch sein, dass dieser Geist sich nur einmal rächen wollte und dann ist der Fluch gebrochen. Durchaus möglich, fällt mir gerade mal ein. Jo. Sehen wir dann einfach mal. So, da bin ich irgendwo runter... War das hier, wo ich runtergeflogen bin? Jo, nee, Quatsch. Ist noch eins tiefer dann? So, sind wir jetzt langsam mal unten? Hallo? Wo der Ofen ist? Ja, genau hier. Hä? Wo hänge ich dann? So, und jetzt müssen wir hier irgendwo raus. Genau. So, und jetzt müsst hier irgendwo... Echt? Oh, doch noch nicht. Hier ist der Ofen, genau, der ist nämlich ein bisschen heller. So, und jetzt müssen wir hier raus. Gott sei Dank ist hier die Architektur immer gleich. So, und... Was habe ich gerade gehört? Habe ich gerade was gehört? Ich habe schon Paranoia. War das nur die Tür? Keine Ahnung. Genau, und hier vorne ist das Schild, wo ich dann hin wollte. Und dann reisen wir zu Kira Metz. So, aber vorher machen wir hier irgendwelche Ghule platt.
Ah, und verängstigen die oder verlangsamen die. Super. Habt ihr falsche Zauber drin. Stirb, Ghoul. Jo. Geh mal zum Schild, komm. Schild. Komm, wir sind nicht mehr im Kampf. Ganz klar nicht mehr. Oh. Ah, wir sind noch im Kampf. Dann komm her. Ich bin auch ein ausgebildeter Axi-Mann. Da müssen wir... Ich muss keinen Zauber wechseln. Ja, und springe gegen irgendwelche Büsche. Oh, das da ist ja nochmal... Ah. Und schwerer Hieb. Und nochmal schwerer Hieb. Und nochmal schwerer Hieb. Und kurze Hiebe nach. Komm, mach mal kritischer Treffer. Hallo? Na gut, dann halt nicht. So, dann sammel da mal was ein. Sehr schön. Monsterklaue. Der hat gleich 3 Stück. Was, schon nochmal ein Monster? Ne, komm, ich will... Ich will... Och, da Leute, jetzt... Wollen sie mich aber ärgern hier. Vor allem, weil ich meinen Absurd nicht drin habe. Sozusagen bin ich jetzt anfällig. So, verlangsamt, betäubt, was weiß ich und alles. Oh, dauert schon recht lang. Sehr cool. So, und jetzt stellt man nicht wieder Monster hin, bitte. Wäre ganz cool. Ich bin zwar ein kleiner Loot-Verrückter, aber das muss ja nicht sein, da die ganze Zeit. So, nee, passt. Alles klar, jetzt lassen sie mich reisen. Hoffe ich doch mal. So, gut, alles klar. Ab zu Kira Metz. Mal gucken, was die dazu meint. Das war ja hier oben links in der Ortschaft da, Mittelhain, genau, und da ist unten noch ein Fragezeichen. Müssten wir eigentlich auch mal noch hin. Aber ich will euch ja nicht komplett langweilen. Und mir ist aufgefallen, hier kam noch eine Meldung das letzte Mal, also gerade jetzt, wo ich geladen hatte, für den Part hier aufzunehmen, dass irgendwie leichte Rüstung, da ist die Ausdauerregeneration höher und bei den mittleren und schweren Rüstungen, logischerweise irgendwo auch, ist die, die Rüstung natürlich erhöht, klar. Ich habe es jetzt eher immer so verstanden, leichte Rüstung ist eher so für Crit und Angriff, mittlere Rüstung so für Magie und so ein Kram. Also auch ein bisschen Ausdauerregeneration oder so, stimmt das? Nee, Quatsch, die Zeichenintensität ist dann erhöht, so ist es richtig. Ja, und schwere Rüstung war dann eher die höheren Rüstungswerte, so habe ich das verstanden, aber man kann ja auch mal was falsch verstehen. So, mal gucken, was Kira Metz dazu meint, was wir hier getrieben haben. Ich hätte können vorher noch regenerieren oder so, naja, egal. Sammeln wir hier noch ein paar Pflanzen ein und so weiter. Wird schon irgendwie passen. Stimmt, meine Schwerter sind auch nicht aufgewertet. Ich hoffe jetzt nicht, dass es zum Kampf zwischen mir und Kira kommt. Es wäre ein bisschen, ne, muss ja nicht sein. Kira, wir sind ja Freunde. So. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Da bin ich nochmal. Die Reuseninsel, ich habe den Fluch gebrochen. Ja, anscheinend schon. Der Magier von der Insel, erzähl mir von ihm. Ja, wir können... Ach stimmt, wir haben noch die eine Tagebuchseite. Dieser Magier von der Insel, erzähl mir mehr von ihm. Standet ihr euch nahe? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so für mein Privatleben interessierst. Mich interessiert eher, ob ihr euch als Magieexperten zusammengetan habt. Auf dem Gebiet hatten wir nicht viel gemeinsam. Alexander war einer dieser nervösen Experimentierer, die nie genug Schlaf kriegen. Die Sorte, die der Meinung ist, dass ein einsamer Turm mit einem Satz Reagenzgläser und Destillierkolben das höchste Glück ist. Ja, ich weiß halt nicht, ob das so geil war mit dem Magier da. Keine Ahnung. Hat sie vielleicht mittlerweile was Neues zum Abkaufen? Man kann ihn mal kurz gucken. Ich weiß, ich will es nicht übertreiben. Jo, bla bla. So, vielleicht hat sie ja was Neues. Wir haben eine neue Stufe, vielleicht deshalb oder sonst irgendein Kram. Sollte ich nicht echt die Reagenzien da unten kaufen? Also diese Schematas da. Sind ja echt... Hat sie da was Neues? Da hat sie auch noch irgendwelche Bücher, die ich vielleicht noch gar nicht gelesen habe. Angewandte Magie, gewöhnlicher Gegenstand, die Einführung, die Loge der Zauberin, Sphärenkonjunktion, das ältere Blut, Reisen zwischen Welten. Enthält Zusatzinformationen. Sollen wir uns den Käse mal kaufen? Komm, ich mach das mal. Ich kaufe mal ein paar Bücher ein, warum nicht? Und ich kaufe auch noch ein bisschen anderer Kram gleich. Ganz kurzer Moment. So, soll ich jetzt wirklich da mal was investieren? Ja, da haben wir die dicken Dinger da. Die kosten halt richtig viel. Komm, ich kaufe mal 2 von den großen da. Was soll's? So, und vielleicht bringt es ja doch was Richtung Alchemie oder so. Soll ich das dritte Ding hier auch noch kaufen? Ja, komm, kaufen wir auch noch. Fertig. Habe ich mich doch mal komplett anders entschieden. Gott, bin ich so sinnlos. So, gehen wir nochmal raus. So. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabel, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen.
Also ist es gut ausgegangen. Hm. Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabels Seele auch. Aber sie war leider eine Pesta. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt, gute Arbeit zu sagen. Was hast du mit der Lampe vor? Alexander hat merkwürdige Forschungen betrieben. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabel sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Katriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Hm. Gut, alles klar, dann leb mal wohl. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Gut, ich kümmere mich drum. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Okay. Ein Turm voller Ratten. Wahnsinn. Abgeschlossen. Gibt's ein bisschen Bonuserfahrung? Was ist jetzt? Was geht denn jetzt ab? Der Weidler? Was macht denn der hier? Den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weidler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Was gibst du mir dafür, Ahnenfest? Worum geht es dabei überhaupt? Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe verhehlt. Na gut, dann sind wir im Geschäft. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns. Im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Gut, alles klar. Neue Quest. Nochmal was ganz Neues hier am Start. Mach mal Pause. Ja, das geht ja manchmal schneller, als es einem lieb ist. Wahnsinn. Um ehrlich zu sein, absolut irre. Ja, jetzt wollte ich eigentlich was ganz anderes machen. Jetzt wollte ich eigentlich nach Novigrad so langsam mal reisen und dann kommt plötzlich nochmal eine neue Quest. So, wo war dieses Schiff-Anlegestelle? Die war auf der ganz anderen Seite, oder? Ist die Frage, ist dort dann immer nochmal ein neues Schiff oder wie? Mittelhain, wo war das überhaupt? Das war doch hier unten, oder? Aber das ist jetzt gar kein Schiff mehr oder wie? Keine Ahnung. Ach so, Quatsch, ich kann ja nach Mittelhain reisen und dann einfach dorthin reisen. Auch bin ich so dämlich. Da muss ich gar nicht übers Schiff, übers Meer. Wäre eigentlich ein bisschen sinnvoller, ne? Ja, das Spiel macht echt Laune, muss ich wirklich sagen. So, das ist das der Weidler, der da steht? Ja, ne? Hä? Moment mal. Zwei Reagenz, Leute? Was geht denn hier ab? Achso, Weidler. Jetzt. Mach mal Pause. Naja, er will immer noch mit mir reden. Stimmt, habe ich bei dem mal Reagenzien und so weiter gekauft? Nee, ne? Oder diese Rezepte. Das muss ich vielleicht mal machen, wenn die Quest hier abgeschlossen ist. Wäre vielleicht auch mal sinnvoll. Und ich müsste so langsam auch mal nochmal was verkaufen. Heute um Mitternacht, das sind 6 Minuten.
Ich glaube nicht, dass sie das gemeint haben, oder? Wo laufe ich eigentlich hin? Oh Mann, Leute. Aha, grüner Punkt. Oh, eigentlich laufe ich richtig, echt. Ach so, klar. Ja, es ist ja meine Quest. Markierte Quest, logisch. Ja, laufen wir mal ein bisschen rum. Ohne Blötze. So, ab ins Dorf. Und dort würde ich sagen, raste ich dann einmal. Kann mir dann auch das Absud neu reinknallen. Und könnte auch, ach so, ich muss aber... Trifft den Weidler um Mitternacht im Steinkreis an der Reuseninsel. Aha, okay. Dann wäre es ja eigentlich clever, wenn ich jetzt direkt rüberreise. Wir haben ja Mitternacht. Dann bin ich aber nicht so gut vorbereitet. Kann man wohl sagen. So, was macht der da? Ist das jetzt richtig, was ich da mache? Ich bin die ganze Zeit am Labern und mache irgendeinen Müll. Ey, Leute, ich bin so dämlich, ne? Alter Schwede. Alter Schwede. Sorry, Leute. So, ich würde jetzt einfach sagen, ich reise zurück da ins Dorf. Da müsst ihr euch den Quatsch nicht geben. Dann machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Dann sehen wir uns direkt auf der Insel, würde ich sagen. Jo, vielleicht schaffe ich das ja. Na gut, Mitternacht schaffe ich vielleicht jetzt nicht mehr. Vor allem, wenn ich nicht alles Mögliche hier loote, ne? Jo, und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim Weidler wieder. Ich freue mich drauf und sage bis dann. Haut rein, habt einen schönen Tag. Ciao.